Die Stimme von einem Mann beeinflusst tatsächlich maßgeblich, wie attraktiv wir ihn wahrnehmen. Und ich finde das wirklich immer wieder faszinierend, wenn ich mit einem Mann rede, der so eine richtig ruhige, tiefe Stimme hat. Es ist so sexy. Und wirklich, Andy, es macht einen unfassbar großen Unterschied. Wenn du als Frau mit so einem Mann sprichst, dann hast du direkt weiche Knie. Du hast direkt das Gefühl, der löst einfach was in dir aus. Deswegen, es ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit. Egal, was du sagst, du kannst ja alles erzählen dann. Aber wenn die Stimme tief und sexy ist, passt das einfach. Und glaub mir, jede Frau wird dabei nervös. Wenn wir eine wunderschöne Frau vor uns haben, dann gehen in unseren Köpfen meistens Millionen Dinge durch. Wir denken, wir müssen das Richtige sagen, wir müssen das Richtige tun und wir gehen auf jeden Fall den nächsten Schritt, ansonsten wird da nichts aus uns. Aber ein Element in dieser Geschichte zwischen dir und ihr wird oft vernachlässigt und das ist unsere Stimme. Neben mir steht Lola Sparks, herzlich willkommen. Dankeschön. Super cool, dass du wieder da bist. Lola hat einen Kanal für Männer, Flirt-Coachings für Männer und das Ganze natürlich aus der Sicht einer Frau. Sehr empfehlenswert und wenn du ihn auschecken möchtest, dann sage ich, mach das. Klicke dazu auf den Link in der Beschreibung nach diesem Video und dann sehen wir dich dort ebenfalls wieder. Lola, warum ist eine Stimme, eine männliche Stimme, so wichtig für Frauen? Gut, die Stimme bei einem Mann beeinträchtigt tatsächlich maßgeblich, ob die Frau dich als attraktiv wahrnimmt oder nicht. Einfach aus dem Grund, dass eine hohe, dünne Stimme bei einem Mann zum einen unsicher wirkt, zum anderen aber auch einfach dazu führt, dass du nervös wirkst, irgendwie nicht ganz so gesettelt. Und eine tiefe, ruhige Stimme, wo du einfach merkst, der Mann, der ist im Reinen mit sich, der ist ruhig. Man kann sich bei dem selber auch entspannen. Und das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, warum Frauen einen Mann attraktiver wahrnehmen, der eine ruhige, dunkle und auch tiefe Stimme hat. Und ja, deswegen wollen wir heute einfach euch mal 5 Tipps mitgeben, wie ihr es heute schon direkt schafft. Und das sind wirklich Tipps, denke ich, die man direkt heute umsetzen kann, damit auch deine Stimme ab sofort tiefer und ruhiger wird und du sofort von Frauen attraktiver wahrgenommen wirst. Erstens, hast du schon eine attraktive Stimme? Der erste Punkt ist hier schon oftmals entscheidend, denn wir fragen uns manchmal, ob wir überhaupt imstande sind, eine attraktive Stimme zu haben. Dabei haben wir oft eine Stimme, die wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben. Und das ist nicht unsere Geburtsstimme, mit der wir notwendigerweise vielleicht immer sprechen. Die Stimme, mit der du jetzt gerade redest, oder die Stimme, mit der du redest, wenn du mit einer Frau redest, diese Stimme ist nicht notwendigerweise deine Urstimme als Mann. Wenn wir von Stimme reden, dann musst du folgende Sache erstmal verstehen. Wenn wir mit jemandem reden, dann kommt es darauf an, ob wir diesen Menschen gefallen wollen oder diesen Menschen einschüchtern wollen. Das sind Urinstinkte, die wir haben, schon aus der Steinzeit. Wenn wir jemanden mögen, dann geht die Stimme, wie jetzt gerade auch bei mir, nach oben. Du hörst das, dass am Ende des Satzes wird die Stimme heller, sie geht nach oben. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir eine Verbindung suchen mit unserem Gegenüber. Grundsätzlich also eine gute Sache, oder? Aber hier kommt das Problem. Wir haben durch unsere Eltern, durch die Schule, durch all diese äußeren Gegebenheiten, haben wir immer wieder gesagt bekommen, sei nett, sei freundlich. Sei also der Mann, der seinem Gegenüber freundlich über auftritt. Und dadurch haben wir es uns leider angeeignet, quasi ständig mit der Stimme nach oben zu gehen. Und achte mal darauf, wenn du mit jemandem redest, ob deine Stimme nach oben geht oder ob du auch manchmal aneckend deine Stimme nach unten fallen lassen kannst. Und das ist die zweite Ebene, wenn wir unsere Stimme fallen lassen können. Und das liegt nicht daran, dass du das nicht kannst, sondern einfach nur, dass du das sehr selten in deinem Leben bisher gemacht hast. Es ist eine reine Übungssache. Also, Punkt Nummer 1, realisiere, dass du schon längst eine attraktive Stimme hast und du nur noch lernen musst, wie du sie richtig einsetzt. Zweitens, wie deine Stimme zu hören ist, hängt vor allen Dingen auch von deiner Atmung ab. Und dafür musst du jetzt auch nicht unbedingt ein Yogi sein, dass du deine Atmung schnell in den Griff kriegst, sondern du kannst einfach mal, auch jetzt gerade mit uns im Video, Andy, du kannst auch einfach mal mit mir mitmachen, Hand auf den Bauch und beim Sprechen einfach mal schauen, hebt und senkt sich der Bauch oder hast du eher dieses flache Atmen und du presst die Worte richtig raus, weil auch so kommt eine dünne Stimme zustande und eine hohe, was dann ja kontraproduktiv ist, haben wir ja gerade gelernt. Deswegen versuche immer in den Bauch zu atmen, halt auch mal inne, hol viel Luft rein, wieder raus, versuch auch zweimal so lang auszuatmen, wie du eingeatmet hast, um einfach zu versuchen, deine Stimme zu kontrollieren
über deine Atmung. Und du wirst merken, dass das ganz, ganz schnell geht, wenn du dich darauf konzentrierst. Und es ist wirklich ziemlich einfach, wenn man das schon ein paar Mal probiert hat, einfach mal vor den Spiegel stellen, ein bisschen was erzählen. Und wenn du auf einmal so eine ganz dünne Stimme kriegst und vielleicht auch zwischendrin überhaupt nicht mehr atmest und einfach nur redest und du wirst immer höher und dann holst du wieder schnell Luft. Ja, schon Panik, wenn ich jetzt furchtbar, höre. Furchtbar. Da kriege ich Gänsehaut. Ganz unangenehm. Aber, und das merkt man zum Beispiel auch oft bei Verkäufern, die sehr nervös sind und oh, ich muss jetzt was verkaufen, ich muss meine Zahlen irgendwie schaffen, mein Chef, der guckt hinten schon und ich bin total nervös und dann wird die Stimme immer dünner. Und irgendwann kaufst du dem auch gar nichts mehr ab, weil man einfach merkt, er fühlt sich in seiner Haut nicht wohl. Deswegen Atmung kontrollieren und du wirst merken, die Stimme wird viel, viel ruhiger und vor allen Dingen tiefer. Drittens, hast du eine Kopfstimme oder eine Bauchstimme? Gerade angeknüpft an diesen Punkt des tief in den Bauch hineinatmens, können wir auch hören, ob jemand mit seiner Kopfstimme oder mit seiner Bauchstimme redet. Der Unterschied liegt daran, dass die Luft, wenn du mit deiner Kopfstimme redest, sich hier im Hals und im oberen Brustbereich ansammelt. Die Kopfstimme ist diese Stimme, die eher eine Verbindung sucht. Und die Bauchstimme, mit der du den ganzen Klangraum deines ganzen Oberkörpers verwendest, ist die Stimme, die du eher vom Stammesältesten erwarten würdest oder vom Löwen, vom König dieser Herde, der dann einfach nur kurz sagt, Leute, Schluss mit dem Schwachsinn, alle hierher, alle sammeln. Das sind diese Stimmen, die wir instinktiv, wo wir wissen, oh, da redet gerade jemand mit Autorität. Jemand, der weiß, was er sagt, der ruhig spricht, der spricht aus seiner Bauchstimme. Und es gibt einen kleinen Test, eine kleine Übung, die du jederzeit machen kannst, um selber festzustellen, ob du gerade mit deiner Kopfstimme oder mit deiner Bauchstimme redest. Und zwar gehst du einfach nur mit deiner Hand und deinen Worten diesen Körperbereich nach. Du sagst Kopf, Kopf, Augen, Augen, Nase, Mund, Kinn, Hals, Brust, Bauch. Und so sind wir vom Kopf zum Bauch gelandet. Und das kannst du hoch und runter machen. Und mit dieser kleinen Übung wirst du sehr schnell ein Gefühl dafür bekommen, ob du mit deiner Kopfstimme redest oder mit deiner Bauchstimme. Selbstverständlich ist die Bauchstimme ein wenig rustikaler, ein wenig sexier, attraktiver. Also sollten wir uns grundsätzlich aneignen, aus diesem Bauch herauszureden. Viertens, vieles lässt sich auch über die Geschwindigkeit regeln. Und zwar, wenn du, wir haben ja eben gerade schon über die hohe, dünne Kopfstimme gesprochen, aber es geht auch darum, redest du ganz schnell, weil du es hinter dich bringen möchtest, weil du es total unangenehm findest, dass dich gerade die Frau anschaut und alle Augen, also im Endeffekt ja nur ihre Augen, aber das reicht ja manchmal schon, um nervös zu werden. Und du redest immer schneller. Und dann wird die Stimme ja auch hastig und das ist beim Flirten absolut kontraproduktiv. Deswegen nimm da einfach mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, langsamer sprechen, einfach ein bisschen ruhiger werden. Dann ist es vor allen Dingen doppelt gut, weil das, was Andy gerade erklärt hat, mit der Bauchstimme, die kannst du natürlich auch viel besser kontrollieren, gerade am Anfang, wenn du noch übst, wenn du langsamer sprichst, als wenn du so schnell sprichst. Deswegen versuch auch da einfach deine Geschwindigkeit anzupassen und langsamer zu sprechen. Und dann hast du viel mehr Kontrolle über deine Stimme. Fünftens, und hier ist ein kleiner Extra-Tipp für dich, wie du mit Frauen attraktive Nachrichten austauschst. Die meisten Menschen fokussieren sich nämlich darauf, dass sie die richtigen Sachen schreiben. Aber das Tolle ist, gerade in der heutigen Zeit haben wir mit WhatsApp ein neues Element mit im Spiel, das kaum jemand nutzt. Sprachnachrichten. Und wie du attraktive Sprachnachrichten aufnimmst, ist tatsächlich, wenn du dieses morgige, dieses Knuspern, dieses Räuspern in der Stimme hast, dieses Rauchige. Und das hat man, wenn du das kennst, vom Aufstehen und du eine durchgezechte Nacht hast, dann hat man oft dieses rauchige Krächzen in der Stimme. Das kannst du simulieren, indem du dich einfach flach auf den Rücken legst. Ich mache oft sehr gerne, einfach auch, weil es sehr bequem ist, das ist dann zur Angewohnheit geworden, meine Sprachnachrichten im Liegen. Also entspanne ich mich, umso mehr atme ich dann durch den Bauch, ich atme langsamer, all die Punkte, die wir gerade gesagt haben. Und wenn du im Liegen bist, dann verschiebt sich auch gleich hier in deinem Klangkörper das Zwerchfell hier unten. Alles fällt mehr nach unten und erlaubt dir dieses Knuspern, dieses Knurren, dieses sexy Knuspern in der Stimme auch zum Vorschein zu bringen. Probier es einmal selber aus, wie sich deine Stimme im Liegen anhört, verglichen mit, wie sie sich im Stehen anhört. Und dann mach ab sofort deine Sprachnachrichten
nur noch im Liegen. Schau auf jeden Fall auch bei Lolas Kanal vorbei. Ich habe dir das Video, das wir dort gemeinsam aufgenommen haben, hier verlinkt. Also, bis gleich.